Hilde ist mein Name. Nun erfolgt die Einweisung in die große Kunst des geometrischen Bällewurfs. Farben, Formen und nach Zahlen gebt nur acht. Zu Beginn der geometrischen Wurfübung benötigen wir ein magisches Quadrat, dem wir den Ballwurf hinein verzaubern können. Zunächst benötigt einen Zauberstab. Hebt eure Hände vor euch, lehnt die Ellenbogen an den Körper und beginnt von unten mit der Hand des Zauberstabes in die Luft zu führen, bis knapp über euren Kopf zur anderen Hand hinüber und zurück zur Erde. Gehen der Hand. Nun habt ihr es vollendet und euer Wurfquadrat vorbereitet. Nehmet nun die erste eurer Kugeln in Form eines runden Gegenstandes. Gebt ihm all die Energie der Erde, der Gravitation, der Schwerkraft. Nehmt diesen Gegenstand in eure Hand des Beliebens und werft ihn in die Ecke eures zuvor gefertigten Vierecks. Er wird von alleine in die andere Hand fallen. So vollzieht es auch in die andere Richtung. Und nun übt dies, bis euch speiübel wird, gar 100 Male. Und kürzet nicht ab auf dem Wege. Wer diese Würfe macht, gar diese, der schummelt wohl. Habet ihr gar 100 Male hinter euch gebracht, so nehmet zwei der Kugeln verschiedener Farben, hoffentlich. Und nun übet beide eurer Hände zur gleichen Zeit. Werfet zunächst den einen und sollte er am höchsten Punkte angekommen sein, so werfet den zweiten. Herab finden sie von allein. So folget meinem Wurf. Und beginnet gar immer mit dem gleichen Ball. So übt ihr beide eurer Hände im gleichen Gewicht, was sehr notwendig ist. Zudem gebt acht, denn ich sehe, behaltet die Bälle auf gleicher Höhe. Und behaltet die Bälle auf gleicher Höhe, denn ich sehe eure Fehler. Wer gar wirft so, der betrüget. Drum achtet auf Ausgeglichenheit, stets und immer da.
gar auch dies ihr hunderte Male nun hinter euch gebracht, so nehmet nun den dritten der drei Brüder. Und nun gebt acht, werdet ihr das Gleiche tun, nur mit einem dritten Ball. Entspannt euren Geist, kommt zu einer inneren Ruhe, spüret das Zentrum der Erde. Nehmet nun zwei in eine Hand und einen in die andere. Beginnen werdet ihr dort, wo sich zwei befinden. Und nun vollbringt, was ihr zuvor geübt. Werfet nun stets einen in die Ecke. Und sobald er dort angekommen sei, werfet den nächsten. Und hört nur niemals auf. Klammert euch nicht, haltet nicht fest, lasst gehen, lasst los, lasst sie fliegen. Und übet gar euch in Geduld, zählet, meditiert und habt ihr gar verschiedene Farben, sprecht die Namen der Farben. Grün, rot, gelb, 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 grün, rot, gelb. So werdet ihr denn bald des Rätsels Lösung finden. Behaltet stets eure Arme bei euch und strecket sie nicht in die Welt hinaus. So denn ihr dies einigermaßen beherrschet, übet euren Blick vom Ball zu lösen und ihn in den Horizont zu richten, sodass auch eure Hände allein diesen Zauber bewerkstelligen können. Und dann übet, sie auch zu fallen. Nun übt. Übt dies erst mit einem, dann mit zwei und sogleich mit drei dieser runden Gebilde. Und fühlt euch durch mich durchwohl beobachtet.